Freunde. Heute wollte ich meinen Live-Auftritt ein bisschen nachstellen. Das heißt, ich nehme dieselben Trigger wie bei dem Auftritt und wollte euch noch ein bisschen was erzählen, wie es war und so weiter. Und da ich gedacht habe, in einer normalen Atmosphäre wäre das ein bisschen langweilig, habe ich das hier gebaut. Nicht wissen, wie das von draußen aussieht. Wobei, ihr könnt es erfahren. Ich habe es nämlich bei ich werde es bei Instagram posten. Unter Behind the Scenes werde ich das speichern, glaube ich. Ja, ich habe das fotografiert, wie das so aussieht. Egal. Also, ich darf mich hier nicht richtig bewegen. Okay. Der Live-Auftritt. Also, das war ein Festival. Eins von den Themen war ASMR und dazu gab es eine ASMR-Night und da bin ich live aufgetreten. Zuerst gab es ein Video von dem Nick und dann haben sie mich ein bisschen was gefragt und dann bin ich aufgetreten, das ist mein Bauch. Und die Leute, ich habe das auch in meinen Stories gespeichert auf Instagram, falls ihr es euch ansehen wollt. Ich habe Instagram auch überall verlinkt, auch in den Kommentaren zum Beispiel. Und die Leute, die saßen halt alle auf solchen, auf so großen Kissen, Sitzsäcken. Und die haben ein Glas Sekt bekommen und so Kopfhörer und ja, also für die war das sehr entspannend. Ich fange schon mal an mit dem ersten Trigger und erzähle dann weiter. Also natürlich wird es nicht dieselbe Reihenfolge sein. Okay, mir fällt jetzt schon ein, ich habe was vergessen. Und zwar meinen Kamm habe ich jetzt hier nicht mitgenommen. Aber ich hatte diese Wasserflasche dabei, die halb voll mit Wasser gefüllt ist. Das hat übrigens jemand in den Kommentaren geschrieben, also Dankeschön für den Tipp. Und es hat sich für mich ganz natürlich angefühlt, da vor den Leuten zu sitzen und das zu machen. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Es war auch lustig zu sehen, ja, wie die Leute darauf reagieren, weil normalerweise habe ich ja nur die Kamera vor mir. Und da habe ich halt echt gesehen, die Leute hören gerade, was ich mache und wie reagieren sie darauf. Das war echt lustig. Und ja, die haben sich echt so hingelegt, die Augen zugemacht und halb geschlafen. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott, die Leute entspannen sich ja wirklich dabei, weil irgendwie glaubt man das nie. Weil, okay, ihr schreibt mir das alle und so, aber keine Ahnung, das kann man nicht wirklich sich vorstellen, dass da wirklich jemand sein Video anschaut, dein Video anschaut und dabei einschlafen kann. Ja, oder sich halt so richtig entspannt und so. Ich weiß, ich mache das dafür, aber ja, so habe ich das halt live miterlebt, wie ich wirke überhaupt. Und ja, das war total cool. Und was ich noch anders gemacht habe, da ich gesehen habe, wie gechillt die Leute sind, habe ich alles viel langsamer gemacht und ja, auch halt eben gechillter, weil ich eben diese Reaktionen gesehen habe, okay, die schlafen, ich wechsle lieber nicht auf, so, ja,
mich erinnern konnte aus meinen bisherigen Videos. Genau. Ich versuche so wenig wie möglich zu bewegen, natürlich, weil ich die Geräusche minimieren wollte. Und dann habe ich gemerkt, dass mir irgendwie schlecht wurde. Und das war deshalb, weil ich die ganze Zeit in einer Position saß und ja, die Blutzufuhr bei meinen Beinen unterbrochen wurde. Da habe ich gedacht, oh oh, habe mich ein bisschen anders hingesetzt und dann ging es auch wieder. Ja, das habe ich auch niemandem erzählt. Okay. Weiter geht's mit meinem Scheuerschwamm. Ich glaube, der fällt bald auseinander, weil ich ihn zu oft benutzt habe. ASMR gar nicht. Also, es waren nur ein paar, die es kannten. Die haben halt vorher gefragt. Und ja, war schon lustig für sie bestimmt, das so das erste Mal auch noch live dann zu sehen. Und ein Mädchen, das hat das erste Mal ASMR gehört. Und sie hatte bei mir gleich sofort Tingles. Das fand ich voll süß. Voll die Ehre für mich. Okay. Dann habe ich noch diese Frischhaltefolie mitgenommen.
Ich hoffe, man versteht mich auch richtig. Gestellt wurden. Das war übrigens zu laut jetzt.
mich in die Menge schauen, wenn ich Fragen beantworte. Sonst, es war nicht so, dass ich aufgeregt war, aber ich habe dann sofort vergessen, was ich sagen wollte. Als ich in die Menge geschaut habe, in die Gesichter, so bin ich irgendwie rausgekommen. Habe ich gedacht, okay, ich schaue lieber das Mädel an, das mir die Fragen stellt. Mein Lieblingstrigger ist und ich habe gesagt, Sticky Sounds und also Sticky Sounds gefallen mir wirklich sehr. Die sich gerne pflegen. Ich den Ton überhaupt nicht bearbeite. Hättet ihr Interesse an sowas? Dann müsst ihr aber wirklich aufpassen, vielleicht tut einiges weh in den Ohren. Update zu meinen, es gibt nicht die ganze Zeit Geräusche, weil ich hier so nah am Drucker sitze. Was ich sagen wollte, ein kleines Update dazu, dass ich jetzt weniger Videos hochlade. Also ich fühle mich ehrlich gesagt wie im Urlaub. Ich habe das letzte Video vor einer Woche gedreht, glaube ich. Und das hat mir jetzt echt gut getan. Ein bisschen mehr Zeit zu haben und so irgendwie. Das war eine gute Entscheidung. Ja, und ich gehe mit viel mehr Lust dran an die Videos. Jetzt zum Beispiel heute. Dann habe ich dieses Füllmaterial genommen. Da steckt noch was drin natürlich.
wie das Ganze dann aussieht, wenn ich das schneide. Weil ich kann es jetzt im Moment nicht so genau sagen, wie ich gerade aussehe hier. Okay. Dann habe ich noch diesen Scheuerschwamm mitgenommen. Mir noch durch den Kopf geht in letzter Zeit. Findet ihr, ich bin zu schnell beim ASMR, weil ich glaube, im Vergleich zu anderen ASMR-Tests bin ich ein wenig schneller. Wie ich alles mache und wie ich rede, glaube ich. Also wenn ihr das auch so empfindet und wenn ihr das eher mögt, dass es doch alles langsamer geht, dann würde ich auch mal probieren, das anders zu machen. Also lasst es mich wissen. So, was noch gut angekommen ist, war das Schreiben. Mit einem Bleistift. Sehr lange, sodass der arme Bleistift schon ein bisschen, ja, viel zu spitz war.
letztens bei Instagram bei ein paar Leuten auf das Profil gegangen, die mir folgen. Und natürlich sind viele privat, aber die, die es nicht waren, ich habe mir so angeschaut, ja, wer das überhaupt ist, der mir so folgt und mich meine Bilder liked und so. Und ich habe auch ein paar Bilder von euch geliked. Und mein Gott, ich fand das so toll. Mir ist richtig das Herz aufgegangen, weil jemand war sogar aus Indien und da war noch eine Sprache, die ich überhaupt nicht verstanden habe, was das ist. Und ich fand das so dermaßen interessant. Also, ich finde es einfach zu cool. Okay, was habe ich an Make-up mitgenommen? Meinen Puder, meinen Bronzepuder. Da hat zu mir einer gesagt, dass das Make-up sich fast alles gleich angehört hat. Verständlich. Aber ich mache ja auch kein Video, wo ich nur Make-up-Sounds mache oder so. Wenn, dann ist es ja nur in den Make-up-Roleplays und das kann man dann nicht ändern, dass es nur Make-up-Sounds gibt in einem Make-up-Roleplay. Okay. Dann hatte ich diese, ich habe dazu fälschlicherweise beim Live-Auftritt Concealer Brush gesagt. Natürlich ist es kein Concealer Brush. Bei so einem fetten Brush kann man ja kein Concealer Brush erwarten. Ein Foundation Brush ist das natürlich. Ich habe was Neues ausprobiert mit diesem Zelt hier und ich finde es ganz toll und es macht mir voll viel Spaß, einfach mal was anderes gemacht zu haben. Nicht immer das Gleiche, nicht immer auf dem Bett zu sitzen. Ich sitze auf dem Boden übrigens. Meinen Concealer habe ich auch mitgenommen. Brushing habe ich auch gemacht. Hat sich auch ein bisschen anders angehört, als wenn ich das hier mache. Heute ist richtig mieses Wetter, kalt und Regen.
Noch einen Lippenstift. Und zwar den hier. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich habe ein Roleplay.